diesem Video wird es darum gehen, wie wir räumliche Daten in R verarbeiten können, wie wir sie vor allen Dingen erstmal reinbekommen. Dabei geht es um einerseits Vektordaten, wie wir sie zum Beispiel bei unseren Punktdaten hier der Erdwerke haben, andererseits um Rasterdaten, wie wir sie in diesem Fall aus dem SRTM-Modell haben und die Frage, wie wir beide sozusagen miteinander verbinden können und was wir damit machen können. In vielen Hinsichten ist ein GIS-System, wie hier zum Beispiel QuantumGIS, am besten geeignet, um mit räumlichen Daten zu arbeiten, gerade wenn es um visuelle Aspekte geht oder Karten, Rasterinformationen miteinander zu verschneiden. Das ist häufig ganz sinnvoll, wenn man direkt eine visuelle Kontrolle hat. Das ist in R nicht so bequem möglich. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass da Karten eine visuelle Angelegenheit sind, viele Sachen eben sich doch deutlich besser in einem GIS erledigen lassen. Aber einige Prozesse sind sehr gut in R zu vollziehen, speziell wenn man da etwas skripten möchte und bestimmte Informationen über viele Karten anwenden möchte. Und für unsere Prädiktionen ist R eben das essentielle Werkzeug. Dafür müssen wir die Kartendaten dort irgendwie reinbekommen und das wollen wir heute mal probieren und versuchen. Ich habe mir natürlich ein kleines Skript schon mal vorbereitet, das ich hier gerade wegkopiert habe und werde das jetzt peu à peu wieder aufbauen. Wir brauchen erst einmal für Karten eine Menge von externen Bibliotheken für Funktionen, die in R so direkt nicht abgelegt sind. Wir fangen mal an mit der Bibliothek LibraryMapTool, die einerseits eine Bibliothek ist, die verschiedene Funktionen für Kartendaten auf Karten zur Verfügung stellt. Wir sehen hier unten, es werden bereits einige zusätzliche Dinge mit hineingeladen. Währenddessen gehe ich mal in das Arbeitsverzeichnis hier rüber und setze es fest als Arbeitsverzeichnis. So, wir haben Foreign, das sind verschiedene Statistikfunktionen, Grid zur Darstellung von Rasterdaten, Lattice ist eine Plot-Bibliothek, ähnlich wie zum Beispiel ggplot2. Entscheidend hier ist SP. SP ist ein Paket, das variablen Typen für räumliche Daten zur Verfügung stellt, also variablen Typen für Raster, variablen Typen aber auch für die unterschiedlichen Vektordaten, namentlich Punktdaten, Liniendaten, Polygondaten, also Datentypen, die speziell dafür vorgesehen sind, diese Punktinformation, diese räumliche Information zu speichern und zusätzlich eben weitere Informationen dort anzubringen und diese dann bequem verarbeiten zu können. Da steckt alles in SP drin und das wird automatisch mitgeladen. Die zweite Bibliothek, die ich laden möchte, ist Library GRGDAL. Und das sollte ich auch richtig schreiben. Das ist eine Bibliothek, die einerseits dazu dient, Projektionen durchzuführen und auch dazu, um Zugriff auf die GDAL-Bibliotheken zu haben. Ein Bibliotheksbereich, der dazu dient, zum Beispiel ganz unterschiedliche Formate einzuladen und teilweise auch mit ihnen Projektionen und andere Dinge zu machen. In QGIS, wenn ich das gerade schon mal offen habe, werden diverse Dinge hier aus dem Raster-Toolset über GDAL auch erledigt und die Bibliothek können wir auch direkt in R nutzen. Drittes Paket ist das Paket Raster, das uns einige Funktionen zur Verfügung stellt, um mit Rasterdaten zu arbeiten. Und als viertes, das brauchen wir für unseren Zweck allgemein nicht zwingend, aber da ich im Laufe des Videos hier eine kleine Interpolation laufen lassen möchte, lade ich auch die Bibliothek GStat. Das ist eine Bibliothek für räumliche Statistik. Geographical Statistics, glaube ich, ist die Abkürzung, für die das steht. Damit können wir Inverse Distance Weighted Interpolationen machen, was wir tun werden, aber vor allen Dingen auch Kriging und ähnliche Sachen, was wir hier nicht machen werden. Okay, jetzt haben wir verschiedene Bibliotheken zugeladen. Kommen wir dazu, mal unsere eigentlichen Daten reinzuholen. Da fangen wir mal an mit der CSV-Datei. Diese CSV-Datei besteht in diesem Fall aus so normale Excel oder normales Spreadsheet.
wo wir die verschiedenen Namen, ID der Fundstellen haben, die geografischen Koordinaten und zusätzliche Informationen zu den entsprechenden Erdwerken, zu den entsprechenden Einhegungen, die wir mit in R vielleicht verarbeiten wollen. In unserem Fall geht es jetzt nicht unbedingt zwingend darum, aber diese CSV-Datei wollen wir einerseits einladen und sie dann in ein räumliches Objekt umwandeln. Einladen der Daten, ganz klassisch als CSV-Datei. Ich lade das mal in eine Variable enclosure.data read CSV2. Da wir es mit einer kontinentalen CSV-Datei zu tun haben, also mit Semikolon getrennt. Und sie soll heißen enclosure CSV. So, darunter habe ich sie abgespeichert, reingeladen, anschauen. Da haben wir unsere Informationen entsprechend drin. Okay, soweit so klassisch. Jetzt, um die räumlichen Informationen, also die Koordinaten, und um ein räumliches Objekt zu erstellen, müssen wir eine Trennung vornehmen, im Grunde genommen zwischen den Koordinaten, die wir als wirklich räumliche Informationen verarbeiten wollen, und den zusätzlichen Informationen, die wir da einfach ranhängen wollen. Das geht auch einfacher, als ich es jetzt hier zeigen werde. Also nicht unbedingt einfacher, aber in weniger Befehlen. Aber ich möchte das hier ein bisschen auseinandernehmen. Erst einmal hole ich mir die Koordinaten aus dem Datensatz heraus. Das wäre enclosure Dollar Breite und enclosure Data Dollar Länge, Breite, und die binde ich zusammen, sodass ich eine zweispaltige Matrix zurückbekomme mit den Koordinaten jeweils dort angelegt. Und als zweites hole ich mir die Informationen raus, die nicht Koordinaten sind, Nations, und da nehme ich mir von den Enclosure Data. Ich habe mir vorher angeguckt, wo die entsprechenden Spalten liegen. Das ist 1 bis 2 und 5 bis 12. Den Spalten kommen die entsprechenden Informationen zu liegen, die nicht Koordinaten sind. Koordinaten sind in 3 und 4. Das heißt, die schließen hier sozusagen aus. Ausführen. Und hier steckt jetzt der ganze Rest drin, der eben nicht Koordinaten sind. Haben wir also erstmal diese beiden Sachen aufgeteilt. Wozu das aufteilen? Um es auf andere Art und Weise wieder zusammenzufügen. Also enclosure spatial nenne ich die Variable mal. Das soll unsere räumliche Variable sein. Und diese soll vom Typ sein spatial points data frame. Hier in dieser Liste sind auch verschiedene andere Dinge zu sehen. Also wie schon angesprochen, Liniendaten, Polygondaten, aber auch Pixeldaten können in diesem von SP zur Verfügung gestellten Dateityp abgelegt werden. Wir haben hier Punktdaten, mit denen wir arbeiten wollen. Zu den Punktdaten gehören einerseits die Koordinaten, das definiert erstmal den Punkt, und es gibt Spatial Points als Dateityp, das wäre dann mit Punktdaten ausreichend ausgefüllt, aber wir haben einen Spatial Points Data Frame, da hängen also zusätzliche Informationen noch drin, die wir gerade eben ja separiert haben und die wir hier als zweiten Parameter der Funktion oder des Konstruktors einführen. Wir bekommen jetzt hier eine neue Variable eben erstellt, wenn wir das durchgeführt haben. Unseren Spatial Points Data Frame, und wenn ich mir das anzeigen lasse, sieht es erstmal so aus wie unser normaler Datenrahmen, unser normales Data Frame, das wir eingeladen haben, mit dem Unterschied, dass wir hier eine Spalte Koordinaten haben, und da sind beide Koordinaten, es ist das Koordinatenpaar gesamt drin. Also das macht sozusagen aus, dass wir ein spezielles Format hier vorliegen haben, und wenn ich mir mal die Struktur anschaue. Ups. Spatial Struktur. So. Sehen wir einerseits hier eben einen Bereich Daten,
wo unsere zusätzlichen Informationen drin sind. Ein Bereich Koordinaten, hier sind die entsprechenden Koordinaten abgelegt. Dann wird noch die Bounding Box angegeben, also das umschließende Rechteck mit den Koordinaten hier jeweils. Das wird automatisch erstellt. Und hier unten kann man noch einen Projektionsstring angeben, wenn man eine spezielle Projektion verwendet. Wir bleiben jetzt hier einfach mal bei Länge, Breite und kümmern uns nicht weiter um Projektionen. Das ist natürlich wichtig, wenn man mit Daten, mit projizierten Daten arbeitet, dass man sich da auch da, dass man dort sicher angibt, mit welcher Projektion man sich gerade bewegt. Okay, wir haben das also jetzt erst einmal dieses Objekt erstellt und wir können es uns natürlich auch anzeigen lassen, plotten lassen und wir sehen hier eben die Rückgabe unserer Punkte. Wer schon mal, Sie alle sollten schon mal ein bisschen mit R gearbeitet haben. Was Sie also sehen, ist, dass dieser Plot sich unterscheidet von einem Standardplot in R. Uns fehlt das Koordinatensystem und die Punkte werden hier als Kreuze angegeben. Das liegt daran, dass die Plot-Funktion hier überschrieben wird und speziell eben für räumliche Objekte eine eigene Plot-Funktion existiert, die dann hier aufgerufen wird und entsprechend auf die Variablentyp, auf den Variablentyp reagiert. Gut, das war also nicht so kompliziert, hier mit 4 Zeilen das räumliche Objekt erstellt. Das kann man auch mit diesen hier insgesamt noch sehr viel schlanker gestalten, indem man verschiedene Befehle zusammenfasst. Man kann aber auch in R natürlich direkt aus einer Shape-Datei, ohne C, Shape-Datei laden. Dazu brauchen wir die Funktion readShapePoints zum Beispiel, die von MapTools zur Verfügung gestellt wird. Wie Sie sehen, gibt es eben auch für Linien, Polygone und eine allgemeine Spatial, ein allgemeines Spatial-Objekt, wo man verschiedene Sachen hineinpacken kann, die entsprechenden Funktionen, um es zu lesen, also allgemein eine Sache, um Shape-Dateien, also Vektordaten einzuladen. Read Shape Points wollen wir benutzen. Wir nehmen mal die gleiche Variable wie eben, da ich eine Shape-Datei angelegt habe, die essentiell die gleichen Informationen beinhaltet. Und ich habe sie unter Enclosure Shape abgespeichert. Kann sie einladen. Was wir unten sehen, ist, dass einige Feldnamen umbenannt werden. In R gehen Leerzeichen nicht in Spaltennamen, deswegen werden sie hier durch einen Punkt ersetzt. Was hier auch passiert ist, ist, dass mein GIS die Feldnamen gekürzt hat. Hier hatten wir noch Landform TPI Aster. Na gut, das hat er nicht gekürzt, aber das hat er auch gekürzt, aber das sehen wir hier nicht. Altitude Aster zum Beispiel wird hier auf Altitude A abgekürzt und von R dann nochmal in Altitude.A umgewandelt. Also die Variablennamen unterscheiden sich ein bisschen, aber ansonsten haben wir die gleiche Variable jetzt wieder vorliegen. Auch die können wir uns wieder anzeigen lassen und das Ergebnis ist genau das gleiche. Wir sehen keinen Unterschied. Also sowohl aus CSV-Dateien kann man jetzt räumliche Objekte erstellen, als auch aus vorliegenden Shape-Dateien. Nur als Hinweis, man kann, wenn man hier aus einer CSV-Datei das erstellt hat, auch das Ganze wieder als Shape-Datei entsprechend dann abspeichern. Das geht sicher in einem GIS auch einfacher, aber theoretisch wäre das eben in R auch möglich, wenn man entsprechende Sachen skripten möchte. Okay, das waren die Vektordateien. Wir können natürlich auch Rasterdateien laden. Dateien laden, wie zum Beispiel unsere SRTM-Daten. Die packe ich mal in eine Variable namens SRTM. Und wir müssen wieder einen Read-Befehl ausführen. Und zwar in diesem Fall über die GDAL-Bibliothek laden wir das Rasterobjekt hinein. Aus RGDAL zur Verfügung gestellt. Wir brauchen den Dateinamen und dann ist hier noch die Möglichkeit, diverse andere Informationen anzugeben. Für uns reicht jetzt einfach direkt den Dateinamen zu nehmen. Und da nehme ich dieses beschnittene SRTM. Eingeladen. Ich bekomme einerseits hier eben ein Objekt namens vom Typ Spatial Grid Data Frame zurück und GDAL hat automatisch erkannt, dass wir es mit dem GeoTIFF zu tun haben.
Das ist die Standard-Einstellung und wir sehen, wie viele Zeilen, wie viele Spalten dieses GeoTIFF hat, also wie viele Rasterzellen dort vorhanden sind. Und auch das können wir uns natürlich anzeigen lassen. In diesem Fall nicht einfach über den Plot-Befehl, sondern über den SP-Plot-Befehl, der für räumliche Plots da ist. Und da sehen wir auch gleich die Lattice-Bibliothek am Werk, die hübsch nämlich, die wird automatisch bei diesem Plot-Befehl dazu benutzt, um den Plot ein bisschen aufzuhübschen. Das dauert ein kleines bisschen, aber da kommt es gleich. Na, wo ist sie hin? Da. Okay, also unsere jüdische Halbinsel ist wieder da, haben wir jetzt entsprechend eingeladen. Und auch wenn wir hier jetzt wenig Struktur in dem Blauen sehen, stecken doch die einzelnen Höhenwerte drin. Das wird hier durch die hohen 999-Werte für nicht vorhanden, also minus 9999, unterdrückt, dass wir das sehen. Man könnte das jetzt entsprechend noch anpassen, aber grafische Darstellung von Karten in R ist möglich. Ist vielleicht manchmal auch sinnvoll, aber dafür gibt es eben GIS-Programme, die das besser und bequemer können. Aber wenn wir jetzt beides reingeladen haben, was können wir damit tun? Zum Beispiel aus dem Raster Werte an bestimmten Stellen abgreifen, zum Beispiel an den Stellen, wo wir unsere Erdwerke, unsere Grabenwerke haben. Also mit Punkten aus Rasterdaten greifen. Und der Befehl dazu ist eigentlich ziemlich einfach. Er heißt Overlay, wird von der Bibliothek Raster zur Verfügung gestellt. Und damit kann man sowohl Raster als zwei Raster als auch ein Raster und eine Vektordatei übereinander legen. Und ich möchte aus meinem SRTM-Datensatz Werte auslesen und sie an den Stellen auslesen, wo wir für Enclosure Spatial Punktdaten haben. Und das Ganze möchte ich in eine neue Variable abspeichern, Enclosure SRTM. Da soll es reingehen. Wenn ich das einfach so ausführe, bekomme ich eine Depreciated-Warnung zurück. Also eine bestimmte Funktion, die dort verwendet wird, ist momentan überholt. Mal gucken, wann. Es funktioniert aber trotzdem. Mal gucken, wann das hier abgestellt wird und die Funktion auf ein statt local auf over umgestellt wird. Das wäre eigentlich nicht sinnvoll, dass wir das jetzt hier verändern. Wir können aber damit leben, weil die Funktion trotzdem ausgeführt wird. Und was wir zurückbekommen, ist eben wieder ein räumlicher Datensatz mit Koordinaten und den Werten aus deren Rasterdaten an den Stellen, wo die Punktdaten vorhanden sind. Und das Ganze eben auf diese Art und Weise überführt in eine neue Variable, Enclosure SRTM, wieder eines Point, Spatial Point Data Frame, die wir zurückbekommen mit einem Wert hier hinten dran. Auf diese Art und Weise kann man eben aus unterschiedlichen Grundkarten, Rasterkarten, die Informationen an entsprechenden Stellen rauslesen, um sie zum Beispiel für eine Prädiktion, ein Prädiktionsmodell zu überführen, um die entsprechenden Prädiktoren an den Punkten abzulesen, die wir prädiktieren wollen. Was man auch machen kann, und das ist nur so ein kleiner Seitenweg jetzt, man kann natürlich auch räumliche Statistik betreiben, beziehungsweise interpolieren. Ich werde jetzt hier einfach mal eine simple Inverse Distance Weighted Interpolation starten, die ja im Grunde genommen auch schon so eine Art Prädiktion ist. Wir sagen also in Bereichen, wo wir keine Werte haben, entsprechende Werte voraus. Um das zu tun, müssen wir unsere Daten erstmal ein bisschen bereinigen. Ich lege hier eine Variable Enclosure IDW Data an und die soll aus Enclosure SRTM gefüttert werden. Wir haben aber hier gesehen, das ist noch hier die oben, hier gibt es einige NA-Werte. Das führt zu Problemen bei der Interpolation. NA-Werte können ja schlecht interpoliert werden. Also wollen wir die vorher rausschmeißen. Also wollen wir suchen wir erst einmal in unserer Enclosure SRTM da in Band 1. Also diese Information hier, in die das abgelegt worden ist. Die
NA-Wert heraus. Is NA ist der Befehl dazu. Jetzt bekommen wir für jeden Wert, der NA ist, ein wahr und für jeden Wert, der kein NA ist, ein falsch zurück. Aber wir wollen für jeden Wert, der nicht NA ist, ein wahr zurückbekommen, damit nur die ausgewählt werden. Also drehe ich mit dem Ausrufezeichen hier diese Funktion um. Und dann möchte ich von den entsprechenden Spalten alle Zeilen zurückbekommen. Ausgeführt, angeschaut und wir haben jetzt unsere NAs, sind wir losgeworden. Der Datensatz ist in dieser Form bereinigt. Jetzt können wir damit eine Interpolation anstellen. Die zweite Zutat für eine solche räumliche Interpolation zum Bringen von Punktdaten in die Fläche ist, dass wir die entsprechende Fläche vorher definieren. Wir müssen also sagen, wie unser Raster aussehen soll. Wir erstellen sozusagen eine Art Grundraster und geben dann nachher dem Interpolationsbefehl dieses Raster mit, um zu zeigen, genau so und so soll unser Raster gestaltet werden. Wir könnten jetzt direkt als Grundraster wieder dieses SITM-Raster nehmen. Das ist aber relativ hoch aufgelöst und würde jetzt bei unserer Berechnung ein bisschen zu lange dauern fürs Tutorial. Also habe ich ein kleines neues Raster erstellt, beziehungsweise das gleiche Raster hier genommen und die Auflösung runtergeschraubt auf 100x100 Punkte. Das laden wir jetzt mal als New Raster ein. Read GDAL großes D von SRTM resampled. Da steckt meine geringer aufgelöste Geschichte drin, 100x100 Pixel. Und die soll unsere Grundlage für die Interpolation jetzt darstellen. Okay, wir haben jetzt also die Punktdaten, die wir interpolieren wollen, das Raster, auf das wir interpolieren wollen. Und jetzt können wir die Interpolation direkt starten. Enclosure IDW für Inverse Distance Weighted. Der Befehl dazu ist IDW. Sind nicht besonders einfallsreich, die Leute, teilweise. Wenn wir uns das aber anschauen, das kommt aus GStat und im Grunde genommen steckt hier der Kriege-Befehl tatsächlich hinter IDW. An dieser Stelle ist eine Spezialform des Krieging oder so wird es hier entsprechend algorithmisch umgesetzt. Man könnte direkt den Krieg-Befehl benutzen, aber man kann auch den IDW-Befehl benutzen, da weiß man zumindest etwas genauer, worum es geht. Und hier sind die einzelnen Notwendigkeiten abgelegt, die einzelnen Parameter. Wenn man ein simples IDW benutzen möchte, muss man die Variable, die man interpolieren möchte, gegen 1 setzen oder ins Verhältnis zu 1 setzen. Fragen wir mal nicht nach, nehmen wir es einfach hin. Also wir brauchen zuerst die Formel, die wäre dann Band 1 in Abhängigkeit von 1, Komma. Dann brauchen wir die Locations, also die Stellen, an denen wir die entsprechenden Werte haben. Das ist Enclosure IDW Data, unseren bereinigten Datensatz, den wir gerade erzeugt haben. Und dann brauchen wir noch als dritte Variable hier unser Raster, unser neues Raster, auf das wir interpolieren wollen. New Raster. Ausgeführt, das läuft jetzt kurz durch. Wie gesagt, wenn man eine höhere Auflösung laufen lässt, dauert es länger. Und das kann ich mir auch wieder anzeigen lassen. SP-Plot von Enclosure IDW. Und natürlich können wir anhand unserer wenigen Höhenpunkte, die wir für die jüdische Halbinsel haben, nicht wirklich gut die Geografie der jüdischen Halbinsel vorhersagen. Aber wir können hier schon mal sehen, dass bei der Interpolation die Bereiche hier in Mitteldeutschland höher liegen, die Bereiche hier tatsächlich im Norden tiefer liegen, dass die Interpolation zumindest diese grobe Struktur wiedergibt. Also das Beispiel ist natürlich deutlich mehr didaktisch als irgendwie anderweitig sinnvoll, aber auf die Art und Weise kann das Ganze funktionieren. Was wir hier aber noch sehen, ist, dass wir zwei Karten zurückbekommen, was daran liegt, dass wir ursprünglich auf dem Krieging-Algorithmus arbeiten und hier eine Varianzkarte noch zurückgegeben wird. Die interessiert uns eigentlich nicht, wenn wir also nur unsere eigentliche Karte hier, unsere var1.pret, uns anzeigen lassen wollen, dann können wir das hier auf die Art und Weise auswählen. Sollten wir es nicht verschreiben, aber dann bekommen wir diese Karte zurückgegeben als einzige. Okay, also, und durch das Pret ist klar, wir sind auch schon
mit einer Inverse Distance Fitting, mit der Interpolation im Bereich der Prädiktion im gewissen Sinne, weil wir da Werte von Punkten vorhersagen, für die wir keine Werte haben, also die Rasterzellen zwischen den Punkten. Kommen wir aber zur eigentlichen Prädiktion, wie wir sie im Weiteren betreiben wollen. Und jetzt soll es eben darum gehen, wir haben Kartendaten reingeladen, wir wollen sie irgendwie miteinander in Beziehung setzen, aus dieser Beziehung ein Modell erstellen, mit diesem Modell die Werte für Rasterzellen vorhersagen, für die wir diese Werte selber nicht haben, aber andere Werte, die wir als Prädiktoren verwenden, und das Ganze soll wieder in eine Karte überführt werden. Das ist im Grunde genommen das Vorgehen, das für alle Prädiktionsverfahren so den Rahmen bildet. Wir laden Daten rein, wir verschneiden sie irgendwie miteinander sinnvoll, wir produzieren daraus eine Prädiktion und speichern das Ergebnis dann am besten wieder als Karte ab. Gut, wiederum das Gleiche wie vorhin bei der Interpolation. Um diese Daten entsprechend zu verwenden, will ich mir die jetzt hier erstmal etwas bereinigen, denn ich werde ein ganz einfaches Prädiktionsmodell benutzen. Ich werde versuchen, aus den SRTM-Daten, die wir flächig vorliegen haben, ich plotte das Ganze nochmal, also die haben wir flächig vorliegen, wenn das soweit ist. Na? Lalalala. Gut. Karte. Jetzt könnte ich eine Werbeeinblendung hier bringen, aber okay, da haben wir sie. Also, SRTM-Daten haben eine flächige Information vorliegen. Was wir zusätzlich haben, das rufe ich mal hier nochmal auf, Closure Spatial, sind diese Aster Satellitendaten, die ich vorher mal aus einer Aster-Datei entsprechend ausgelesen habe. Und unsere Prädiktion soll sich jetzt darum drehen, dass wir aus den SRTM-Daten, die wir flächig haben, die Aster-Daten vorhersagen, die wir nur an einzelnen Punkten haben, für die wir aber an diesen Punkten auch die Informationen für die SRTM-Werte haben. Also wir sagen ein Höhenmodell aus dem anderen hervor. Wie gesagt, auch das ist eher ein edukatives, denn ein wirklich sinnvolles Verfahren. Aber es reicht aus, um das Ganze darzustellen, wie es funktioniert. Ich bereinige dazu mal wieder meinen Datensatz insofern, als dass ich nur die Aster-Daten haben möchte und die SRTM-Daten, die wir ja vorhin hier oben mittels des Overlays ausgelesen haben. Also PredData soll sein ein Datenrahmen, Dataframe, in dem hineinkommt Aster. Und Aster lese ich aus Enclosure Spatial Dollar Altitude A. Da stecken unsere Aster-Werte drin. Und SRTM. Da bei der gleiche Schreibfehler bekomme ich die Daten aus den SRTM-Daten wieder zurück. Wenn ich das ausführe, mir diesen Datenrahmen anschaue, sehe ich, dass hier einige NAs vorhanden sind. Und auch die sind in diesem Fall störend. Also umhülle ich das Ganze nochmal mit einem NA und mit, damit diese NA-Werte rausgeschmissen werden. Und da haben wir unsere Daten, mit denen wir die Vorhersagen treffen können. Aster, SRTM, Band 1 und die entsprechenden Höhenwerte. Und die passen natürlich ganz gut zusammen. Die sollten auch nicht zu weit auseinander liegen. Das liegt ja nur an den unterschiedlichen Auflösungen. Also können wir hier schon mal eine lineare Funktion approximieren und die werden wir jetzt auch zur Vorhersage benutzen. Wir brauchen also erst einmal unser Modell, unser Prädiktionsmodell. Und hier stelle ich das Modell auf, dass die Aster-Daten in einem Verhältnis, in einem linearen Verhältnis zu den SRTM-Daten stehen. Data gleich Brett Data. So, ups, habe ich mich irgendwo verschrieben. Lineares Modell. Aster im Verhältnis zu SRTM. Data ist Brett Data. Das habe ich durchgeführt. Und dann sollte man sich auch nicht verschreiben. SRTM. Voilà. Nein. Haha. Wunderbar.
Wunderbar. Dinge, die nicht so richtig... Ah, SRTM Band 1 heißt es hier. Anscheinend. Gut, also nehmen wir einfach mal... Die Koordinaten sind jetzt hier irgendwie mitgekommen, die interessieren uns nicht. Nehmen wir mal... Ah, klar. Band 1. Ich will ja nur die tatsächlichen Werte aus der SRTM-Datei auslesen, nicht die Koordinaten zusätzlich. So, jetzt sollte es aber klappen. Wunderbar. Hier haben wir unser lineares Modell zurückgegeben. Das Verhältnis zwischen Aster-Daten und SRTM-Daten wird hier von unserem Modell so vorhergesagt, dass die Steigung zwischen SRTM und Aster ungefähr 1 ist. Also wenn sich Aster um einen erhöht, wenn sich SRTM um einen erhöht, erhöht sich Aster auch um einen. Das passt. Das würden wir so erwarten, da es beides eben das gleiche Höhenmodell im Grunde genommen ist, nur unterschiedliche Auflösung. Und wir haben einen gewissen Versatz, der sich hier als Fehlerwert herausstellt von 2 Metern. Alles in allem eine ganz gute Vorhersage. Das ist natürlich bei diesen Werten zu erwarten, dass es eine gute Vorhersage ist. Wir können sie uns auch nochmal anschauen und vergleichen. Die Qualität unserer Prädiktion. Dazu prädiktieren wir, in diesem Fall das erste Mal, Predict Model. Dieser Predict-Befehl ist so ähnlich wie der Plot-Befehl, ein polymorphe Befehl, der sich dem Datentyp anpasst, den man hinten reinsteckt. Wenn ich jetzt hier also ein lineares Modell hineinstecke, dann wird predict.lm aufgerufen für die Prädiktion von linearen Modellen. Ganz bequem eigentlich. Wenn ich die Prädiktion aufrufe und nur das Modell hineinschiebe, dann werden aus dem Modell und den Prädiktoren die Werte für den zu prädiktierenden Wert vorhergesagt für alle Werte, für die wir Prädiktoren haben. Also das Modell das dient sozusagen in einer gewissen Überprüfung. Ich benutze das Modell, um die Werte vorherzusagen, für die ich sowieso schon Werte habe. Und das kann ich jetzt mir auch, kann ich mir in der Tabelle darstellen oder als Zahlenreihe oder ich kann es mir plotten. Pred compare. Um zu zeigen, was da drin steckt. Da haben wir jetzt verschiedene Zahlenwerte. Und dass die echten Daten sind ja in Pred Data $Aster abgelegt. Das sind die Werte, die wir jetzt versucht haben vorherzusagen. Das sind die echten Daten. Wir sehen schon mal hier, das sieht ganz dicht beieinander aus. Und wenn ich das jetzt plotte, die Beziehung zwischen den vorhergesagten Daten und den echten Daten ist eigentlich eine ganz gute. Das ist in diesem Fall ganz nett, da wir das direkt vergleichen können. Das können wir in anderen Bereichen teilweise eben auch machen. Das dient dazu, um zu überprüfen, ob das Modell so halbwegs funktioniert, aber ich setze es hier trotzdem mal in Kommentar, weil es für unseren eigentlichen Prädiktionsvorgang jetzt keine weitere Bedeutung hat. Unser eigentlicher Prädiktionsvorgang soll ja so vorgehen, dass wir aus den flächigen Informationen, die wir haben, auch eine flächige Prädiktion produzieren. Das heißt, erst einmal eine Variable PredValues, nenne ich sie, und die soll wieder durch eine Prädiktion gefüllt werden, mithilfe unseres Modells. Der Unterschied ist jetzt, dass wir neue Daten hinzupacken, für die wir mithilfe unseren Informationen, unseres Modells, eine Prädiktion erzeugen wollen. Und diese neuen Daten müssen ein Data Frame sein. Und dieses Data Frame muss zumindest die Variable, die uns als Prädiktor dient, beinhalten. Und dort müssen die entsprechenden Werte drin sein. Da nehme ich mal unsere flächigen Werte von SRTM, von unserem Raster. Und hier stecken die Werte ja in Band 1 drin. Ich muss mal anzeigen lassen. SRTM. Hallo? STRM. Haha, da ist der Schreibfehler. Ich ändere das hier mal schnell ab. Gut, SRTM Band 1. Da stecken unsere Höhenwerte drin, für die einzelnen Rasterzellen, in diesem Fall einfach als fortlaufender Vektor. Und wir sagen jetzt aus diesem fortlaufenden Vektor, einen fortlaufenden Vektor von prädiktierten Werten vorher, durchgeführt, unsere Prädiktion
ist erfolgt. Wenn ich mir das jetzt angucke, habe ich auch wieder einen fortlaufenden Vektor. Wie komme ich jetzt von diesem fortlaufenden Vektor zu einer Karte? Da wollen wir eigentlich hin. Wir nutzen die Tatsache aus, dass wir einerseits mit zum Beispiel diesem Raster bereits ein Kartenraster vorliegen haben, das sowohl räumliche Informationen, also die Position der einzelnen Rasterzellen beinhaltet, als auch eben Werte, und das für jeden Prädiktorwert oder für jede Prädiktorwertkombination, für jede Rasterzelle hier auch ein Wert vorhergesagt wird. Und zwar genau an der Stelle und in der gleichen Reihenfolge. Wenn ich jetzt also dieses Raster nehme als Ausgangsbasis und mit meinen prädiktierten Werten die ursprünglichen Werte überschreibe, bekomme ich eine Karte zurück, die gleichen Ausmaße hat und wo unsere prädiktierten Werte an der richtigen Stelle stehen. Wir bekommen also die Prädiktionskarte wieder zurück. Das tun wir mal. Wie gesagt, ich nehme den SRTM M als Ausgangspunkt und erstelle eine neue Variable mit unserer Prädiktionskarte. Die soll eben aus SRTM erstmal vorgefüttert werden. Jetzt haben wir zweimal die SRTM-Werte hier vorliegen. Die überschreiben wir jetzt. Prät map $band1 wird überschrieben mit unseren prädiktierten Werten. Voilà. Das können wir uns jetzt anzeigen lassen. SP-Plot von prät map einerseits. Und damit haben wir unsere Vorhersage, wenn der Plot fertig ist, bereits in R realisiert und produziert. Und wie gesagt, es sollte kein allzu großer Unterschied zur SRTM-Karte sein, da wir ja mit einem relativ einfachen linearen Modell aus dieser SRTM-Karte direkt diese Karte vorhergesagt haben. Wir können sie aber auch exportieren. Wieder benutzen wir diese GDAL-Bibliothek, in diesem Fall mit Write. Und wir sehen, auch hier gibt es eine große Anzahl von verschiedenen Formaten. ASCII-Grid für ESRI zum Beispiel kann man direkt abspeichern. Über GDAL kann man diverse Treiber benutzen, diverse verschiedene Datentypen, um es zu exportieren. Standardmäßig wird GeoTIFF verwendet, dabei bleiben wir jetzt hier auch. Wir müssen dann den Dateinamen angeben. Oder erstmal müssen wir angeben, was wir abspeichern wollen. Unsere PredMap als räumliches Objekt. Man kann natürlich nur räumliche Objekte als Karten entsprechend abspeichern. Und es soll abgespeichert werden in die Datei asta-pred.tiff. Ausgeführt. Und diese Datei lade ich jetzt mal wieder in mein GIS ein. Da ist sie. Hat die gleichen Ausmaße. Ich mache die mal kurz weg, wie unsere SRTM-Daten. Und wenn ich jetzt die Darstellung einmal anpasse, auf Minmax stretche und hier auf minus 10 gehe, damit wir die Küstenlinien zwar ein bisschen mitbekommen, aber das ganze Wasser aus dem Hell-Dunkel-Bereich ausschneiden, ist sie da. Das ist unsere prädiktierte Karte. Da kann man ein bisschen ranzoomen. Wo sieht man ein bisschen Struktur hier zum Beispiel. Ich nehme die erste Karte weg. Man sieht keinen großen Unterschied. Die SRTM-Karte und die Aster-Karte sind ziemlich identisch, was ja daran liegt, dass wir nur einen Versatz von 2 hier haben und ganz kleinen Unterschied in der Steigung. Also im Grunde genommen sollten hier nahezu die gleichen Werte stehen. Wie gesagt, das Beispiel dient nur zur Erläuterung, aber auf die gleiche Art und Weise kann man eben mit komplexeren Modellen auch komplexere Vorhersagekarten dann hier erstellen. Das Essentielle, abgesehen vom Laden von den entsprechenden Werten hier drin, das ist der Bereich, in der die eigentliche Modellierung stattfindet. Der ist austauschbar, je nachdem, welches Verfahren man verwendet. Zuerst muss man allerdings seine Daten bereinigen. Das ist allgemein so. Und wenn man eine Grundkarte hat, kann man nachher, wenn man die Prädiktion erfolgreich durchgeführt hat, diese Grundkarte nehmen als Basis, die entsprechenden Wertebereiche durch die prädiktierten Werte überschreiben und das Ganze wieder abspeichern, und damit ist man zu seiner Prädiktionskarte gekommen. Okay, im nächsten Videoversuch wird es darum gehen, wie wir Overfitting vermeiden können und welche allgemeinen Strategien zum Beispiel dazu bestehen, welche Algorithmen verwenden kann, um zu versuchen, Overfitting auf so gering wie mögliches Maß zurückzuhalten.
Und wenn ich jetzt noch den Ausknopf finde, dann sind wir für heute durch.